Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge. Es fängt an, eine Fabrik zu werden. Ich freue mich. Bänder sind gemacht. Die Schaltkreise sind gemacht. Stahl. Die Forschung läuft hier weiter. Es wird. Und ja, ich merke mir, hier muss der Stahl lang. Ich habe nur einen Fehler bemerkt. Das muss noch weiter rüber, weil ja hier die Bänder runterkommen. Deswegen setze ich hier halt schon mal die Maschinen hin und baue noch mal ein paar. Ich meine, Schaltkreise habe ich genügend. Das sind ja jetzt überall 200, sind ja fast 2000 drin. Das ist ein bisschen großzügig trotzdem. Es ist einiges an Kreisen, die ich da drin habe. Deswegen kann man die jetzt ganz gut benutzen, um das, was man bauen möchte, ein bisschen abzukürzen. So, da kommt Eisen hoch. Hier kommt eine Maschine hin. Ach, hier habe ich mich verbaut. So, jetzt. Dann brauche ich noch ein paar Stromkabel. Ich habe aber kein Holz mehr. Ja, es ist blöd, dass ich hier in so einer komischen Tundra oder was bin. Ich habe halt kaum Bäume und diese geben nicht viel. Wenn man in einem Wald startet, dann gibt es halt immer so 3 oder 4 Baumstämme raus. Das ist ganz praktisch. Aber hier ist es ein bisschen karg. Vielleicht habe ich ja Glück und finde irgendwo hier was Grüneres. Okay. Naja, 10 Stück kann ich bauen. Ich habe ja dann bald die 9 Strommasten, die aus Stahl. Das wird schön, auf die freue ich mich. Die haben eine größere Reichweite. Die decken halt wesentlich mehr ab. Die decken halt genau. Ups, Moment. Hier ein Feld weiter ab. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die zu bauen. Gut, hier fehlt noch Strom. Kann ich... Hä? Na, dann muss halt so funktionieren. Hier kommt das Kupfer runter. Und der sitzt komplett falsch, der Teil. So, das nimmt raus. Und hier fehlt noch ein Arm. Also, da kommt das Eisen runter. Und da kommt das Eisen runter. Hier kommt eine Kiste hin. Ja, und da war ich jetzt eine Eisenkiste. Das geht gerade nicht anders. Okay. Nur noch verbinden. Und die Gegenstände in Auftrag geben. Fertig. Es läuft jetzt. Auch und die Kisten, die kann man genauso mit einem Klick beschränken. Also, ich habe jetzt kein Kreuzchen hochgezogen und es sind trotzdem genau 4 Stacks. Das Eisen, das braucht. Da muss ich ein bisschen an den Öfen rumbasteln, damit das mehr wird. Hier kommt noch ein Band dran. Und das muss dann später weg. Aber das soll erstmal produzieren. Ich brauche Schaltkreise. Unmengen. Dann kann ich hier das Eisenband entlang. Und... Apropos Bänder, die können raus. Also 100 Stück. Eine ganz schöne Menge. Dann leite ich das gleich mal um. Und hier lang und da runter. Und dann soll es erstmal hier wieder drauf laufen. Da kommt die Kohle runter. Ne? Hier genau.
Und hier in den Ofen. Strommasten müssen erstmal weg. Die sind im Weg. Ja, und schnelle Greifarme brauche ich. Dann fehlt hier Eisen. Klaue ich mir das mal. 15 Arme. Dann kommen hier unten ran. Und die müssen auch rausnehmen. Genauso wie die hier. Und das war's. Nochmal. Oh, schön. Und gleich das nächste. Alles, was rote Fläschchen braucht. Ein paar sind noch da. Und dann kümmere ich mich um die Forschung. Dass das alles automatisiert wird. Der Seite brauche ich auch noch ein paar Arme, damit das halt nicht so einseitig läuft. Okay. Hier ein Arm, noch da einer dran. Und hier erstmal. Das müsste auf jeden Fall schon mal steigern. Die ganze Produktion hier. So, den kann ich erstmal weglassen. Das muss noch angeschlossen werden. Fünf Kohle. Ja, die drei, die sind noch. Ja, obwohl, da kann ich ja schon mal den Strom dran machen. Da kann schon mal Eisen reinschaufeln. So, und jetzt gibt es schon mal mehr Eisenplatten. Ja, zwei Sticks. Ist mehr als genug. Das Kupfer ist komplett voll. Das freut mich ebenfalls. Dann reiße ich das hier gleich mal ab. Die Arme nehme ich mit und die nehme ich mit. Man braucht ja schließlich alles wieder. Die Strommasten nehme ich mit. Die könnten dann halt so nach und nach die Kiste auch entleeren, falls es notwendig ist. So, dann eben das Inventar ein bisschen leeren. Gut. Ja, das läuft schon mal besser. Okay, hier fehlt noch ein roter Arm. Nur Eisenplatten, okay. Ist komplett. Ja, die restlichen, bis auf die drei, sind komplett. Nee, der nimmt nicht raus. Der hat einfach mal so 100 Eisen drin. Komplett. Im Eifer des Gefechts, des Bauens, kann man auch ganz leicht mal was übersehen. Deswegen sicherheitshalber nochmal drüber gucken. Weil es gibt nichts Ärgerlicheres als irgendein Arm, der vergessen wurde, der was rein- oder rauslegen soll, und dann sind die Maschinen, Öfen oder sonst was halt voll. Und man wundert sich, wo bleibt denn das ganze Material? Ich habe doch jetzt so viel zusätzlich gebaut. Aber hier hat sich schon zurückgestaut. Das freut mich so. Gut. Die Forschung kommt hier rüber. Hier kommt der Stahl lang. Und hier soll das Eisen runtergehen. Dann baue ich hier die roten Fläschchen hin. Und damit es dann später etwas extremer aussieht, baue ich hier das Eisenband unterirdisch, weil dann passen hier genau 4 Kupferbänder drauf mit fertigen Kupferplatten.
Das sieht echt gut aus, wenn da 4 volle Bänder sind. Also momentan in meiner anderen Welt, da baue ich gerade an 8 Bändern und das wird echt übertrieben aussehen. Das weiß ich jetzt schon. Oh, hier muss ein Band noch runter, hier muss noch eins runter. Das wird auch schon mal so grob vorgebaut. Okay. Dann mache ich hier erstmal so einen Teiler dran. Und hier rüber. Nur schön großzügig. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man einfach ein bisschen zu wenig Platz lässt und dann funktioniert es einfach nicht. Und wenn man halt eben die Einstellung so macht, dass Wasser nur im Startgebiet ist und all den anderen Kram, dann funktioniert das mit dem Platz wunderbar. Wenn man halt einen Wald im Weg hat, dann man kann sogar mit den Schrotpatronen umschießen. Also falls man das ganze Holz nicht braucht, einfach mit der Schrot reinballern. Und was ich noch sagen wollte, dieses Design und das Design mit den Öfen, ja, dass halt hier 2 Öfen stehen und in der Mitte eine Kiste, da ich noch mal so eine Eisenkiste, falls ihr euch erinnern könnt, da am Anfang. Und diesen, Moment, ich baue es eben mal ganz schlecht nach, ja, also hier ein Ofen und hier und dann hier nochmal eine Kiste und hier 2 Arme. Die 2 Designs, die habe ich von einem anderen YouTuber, der auch sehr viel Factorio spielt. Negative Root und Colonel Will, die 2, die spielen immer wieder mal gemeinsam. Und die haben das gemacht. Und es funktioniert halt wunderbar. Und dann war ich so frei und habe das mal übernommen. Also das ist nicht von mir. Da braucht ihr mir nicht danken. Ich habe es nur nachgebaut. Okay. Jetzt überlege ich eben, wie ich das mache, weil ich brauche auf jeden Fall mehrere Maschinen für die Fläschchen. Da braucht man ja eine Kupferplatte und ein Eisenzahnrad. Und ein Eisenzahnrad braucht eine halbe Sekunde. Das heißt, da gibt es schon mal 2 pro Sekunde. Und ein Fläschchen braucht 5 Sekunden, um hergestellt zu werden. Und ich baue mir mal 4 Maschinen, nur für die Zahnräder. Und dann baue ich nochmal 5 Maschinen für die Fläschchen. Und die stelle ich ungefähr hier hin. Na, obwohl, ich könnte es ja auch einfach hier drunter stellen, weil diese Maschinen können in die reinlegen. Das würde funktionieren und kommt halt einfach da das Kupfer lang. Dann sind mir zu viele Eisenzahnräder da im Weg. Ah ne, das war eins zu wenig. Hier. Dann kommt hier der Teiler hin. Hier das Band. Das kommt hier lang. Und 2 Greifarme pro Maschine für Zahnräder sollte reichen. So, die nehmen das Kupfer. Da ja hier die Fläschchen gemacht werden, braucht man nur... Oha. Was kann ich noch machen? Ja, ich nehme die Kugelfeuerrate. Das schadet nicht. So, wo war ich? Die Fläschchen, die brauchen... ja, 5 Sekunden eins. Und dann baue ich... Baue ich aber noch eine. Eins zu weit. So, dann habe ich 6 Maschinen. Das heißt, ich kriege mehr als ein Fläschchen pro Sekunde. Das sollte klappen. Ach, schön.
Die zwei sind dran. Dann kommt hier einer hin und... ja, hier halt. Hier oben. Dann noch da unten. Alles zu kleistern. Gut. Und dann brauche ich noch Arme. Na, da habe ich aber genügend Material für. Vom Eisen her geht's. Das muss aber noch erweitert werden, denn hier sollen, wie gesagt, dann vier Bänder lang. Da werde ich dann wahrscheinlich das Kupferband umlegen müssen, vielleicht hier drunter und dann doch hoch. Mal schauen. Mir wird auch das Eisenerz zu wenig, sehe ich gerade. Okay, dann baue ich noch eben ein paar Erzförderer und stelle 6000. Und auch wenn die eben ein Feld zusätzlich abbauen können, nee, stelle ich die so dicht, damit eben mehr Eisen rauskommt. Denn je dichter die stehen, umso mehr Maschinen da draufstehen, umso mehr Eisen gibt's. Eisenerz. Umso schneller läuft das Band voll und umso schneller ist es dann auch abgebaut. Denn auch wenn das jetzt so schön nah ist, es ist irgendwann im Weg. Das heißt, es muss weg. Also ist auch nicht verkehrt, wenn dieses Erz dann weg ist, das Erzfeld. Hier baue ich mal da runter. Und dann kann noch ein Förderer hier so dran. Und da lasse ich Platz für den Strom. Dass ich hier dann vielleicht noch einen Strommasten hinlegen kann. Das sind aber jetzt nochmal 6 zusätzliche Erzförderer. Die müssten jetzt eigentlich nachkommen. Okay. Da sind noch 23 Fläschchen drin. Ich habe keinen Strommasten mehr. Ist hier noch Holz? Da ist noch. Dann eben das Holz noch holen. Bräuchte ja erstmal nur einen Strommasten. Vielleicht reicht der eine ja. Ich muss ja nur hier oben anschließen. Ja. Okay. Hier fehlt noch. Ah, da. Hat doch nicht gereicht. So. Ihr macht Fläschchen, ihr macht Fläschchen und ihr macht Zahnräder. Dann läuft. Ups. Hier das Band weiter. Da kommt mal eben das Licht hin. Dass man hier mehr sieht. So. Eine Kupferplatte und dann noch Greifarme. Dazu brauchen wir noch Eisen. Weil die müssen ja auch raus. Und dazu ist dieses Band gedacht. Der muss hier. Und der muss hier lang. Okay. So. Wunderbar. Rote Forschung wurde erweitert. Dann werde ich wahrscheinlich hier dann die grüne Forschung dranhängen. Man kann die Zahnräder natürlich auch auf dem Fließband legen. Aber irgendwie finde ich das ganz hübsch. Für die grüne Forschung. Eine Maschine habe ich noch.
braucht man ja ein bisschen mehr. Eben auch Zahnräder und die lasse ich dann mal beim Band laufen. Und mal, da hat man mehr Rohstoffe sieht. Aber wenn das alles auf dem Band liegt, das sieht auch ziemlich witzig aus. Finde ich. Und mir gefällt das. Wenn das alles auf Bändern liegt. Na, jetzt kommt wieder etwas mehr Eisen nach. Das ist gut. Der Seite muss aber noch mehr laufen. Also. Trick 17. Jetzt wird das etwas besser aufgeteilt. Ist gleichmäßiger als das hier. Dann sollten die Öfen auf der linken Seite vom Band auch mehr abbekommen. Okay, grüne Forschung. Ah, die nehme ich eben mit und stopfe sie da oben in die... Wow. In das Labor. Und dann gebe ich noch Maschinenauftrag. Weil ich unbedingt ganz viele von brauche. Ich glaube ein grünes... Nein, keine Labore. Brauche ich zwar auch noch mehr, aber jetzt nicht. 6 Sekunden braucht er eins. Okay. Noch. Jawohl, ich mache jetzt 10 Stück. Das wird reichen. Ich brauche auf jeden Fall noch Greifarme. Die schnellen und eben noch ein paar lange. So, gut. Jetzt kann es losgehen. Also nochmal zur Übersicht halber. Ich brauche ein Fließband und einen Greifarm. Und für ein Fließband braucht man Zahnrad und Eisenplatten. Also lässt man dann vielleicht das Eisen hier noch weiterlaufen. Vielleicht nicht verkehrt. Hier lasse ich nochmal Platz für weitere 4 Maschinen. Also hier, hier. Hier, hier. Dann nochmal eine Lücke von 4. Sicherheitshalber. Wie gesagt, Platz kann schnell ausgehen. Dann kommt die Zahnradproduktion dahin. Dann mache ich 4 Maschinen. Damit das auch richtig flüssig läuft. Kommt jeweils ein Arm da dran und hier möchte sowas, weil die Zahnräder alle dann auf der linken Seite laufen vom Band, also auf der oberen, nur das eine, das läuft dann immer an der rechten, wenn man das so macht. Kann helfen, kann auch totaler Blödsinn sein. Hier noch den guten alten Strom. Habe ich. Ich habe noch einen Masten. Das wird nicht reichen. Ich kriege langsam echt ein Holzproblem hier. Und ich möchte jetzt eigentlich keine Alien-Nester oder so aufdecken. Ich möchte die noch nicht sehen. Die Kollegen. Die können ruhig noch wegbleiben. Oh, Baum. Baum, hier sind wenigstens ein paar Bäume. Dann gleich mal Strommasten bauen. Fehlt mir Kupfer? Ja. Naja. Das wird schon, das wird schon. Okay, 22 Stämme. Es müsste funktionieren mit denen. So, dann... Wo geht der? Ja, der geht da dran.
So. Das sind schon mal die Zahnräder. Und jetzt brauche ich einen Greifarm. Der braucht einen Schaltkreis, eine Eisenplatte und ein Zahnrad. Die nehme ich mit. Jetzt muss ich halt die Schaltkreise irgendwie hier rumbekommen. Das wird ziemlich wirr aussehen. Ich noch genügend Bänder, ja. Dann nehme ich mir aber hier mal wieder 200 mit. Ich brauche nämlich einige unterirdische Bänder jetzt. Nochmal die. Nochmal 5 Teile und Greifarme. Dann nehme ich mir da schon mal 2 Stacks raus. Und alles, was auf dem Band liegt. Ach, die sind schon fertig. Das ist super. Okay. Wie viele Schaltkreise braucht ein Arm? Eine. Okay. Das passt ja. Nein, jetzt gibt es halt mehrere Möglichkeiten, sowas zu bauen. Eigentlich macht man das halt nicht unbedingt so, dass 2 Ressourcen auf einem Band laufen. Ungefähr so. Moment. Das muss weg. Und dann warte ich mal, bis die hier ankommen. Weil jetzt ist hier das Eisen auf 2 Bändern. Und auf 2 Seiten von den einem Band. Und ach, das läuft falsch. Das ist blöd. Okay, da muss ich dann nochmal umbauen, damit ich das zeigen kann. So. Also das Eisen ist jetzt hier auf 2 Seiten von dem Band. Und ich kann, wenn ich das jetzt hier so anschließe, das Eisen auf eine Seite umlenken. Das heißt, ich habe 2 Ressourcen auf einem Band. Und so könnte ich halt dann eben mit den Greifarmen anfangen. Oder ich baue halt hier ein komplettes Schaltkreisband. Eins oben drüber, ein Eisenband und dann halt hier einen langen Greifarm. Aber die Bänder, die Greifarme, die werden ja auch ziemlich schnell hergestellt. Das dauert echt nicht lang. Dann werde ich hier einfach 3 Arme hinpflanzen. Ich werde das so lassen, weil ich kann das jetzt nicht umbauen. Das würde leider nicht so funktionieren. Oder doch? Moment. Doch, das wird sogar wunderbar klappen. Ich muss das einfach nur hier nochmal um 1 hochbringen. Obwohl, ich kann auch einfach die Dingens hier runterstellen. Mein Gott, was soll der Geiz? So. Hier kommen die Greifarme hin. So, habe ich jetzt komplett falsch gedacht, meine Güte. Und es könnte hier halt dann so einen Schlenker machen. Und dann kommt von da oben so der Schaltkreis dazu. Und schon läuft's. Sieht etwas wirr aus, aber es funktioniert. Und man braucht das zum Glück auch nicht ewig. Man braucht es zwar lange. 100. Das ist viel. Naja, jetzt noch nicht
Okay, ich warte mal mit der Forschung. Man braucht es zwar lange, weil es halt eben wahnsinnig viel Forschung gibt, wenn man sich das halt mal anguckt, allein schon, das ist verdammt viel. Und dann gibt es noch so einen Forschungszweig Begleitroboteranzahl. Das geht hoch bis 20. Und wenn man sich das halt mal anguckt, wie viel man braucht, da 2600 Fläschchen. Es ist der Wahnsinn. Von jedem. Von den roten braucht man 2600, von den grünen, von den blauen und von den lilanen. Aber wir sind nur nicht mal wirklich bei den grünen. Wir sind ja noch nicht mal fertig gebaut. Also, man braucht es lang, aber zum Glück nicht auf Dauer. Sodass diese Konstruktion dann später auch mal weg kann. So, jetzt könnte ich der Optik halber einfach hier einen langen Greifarm dran setzen. Er braucht zwar länger, bis er ein Zahnrad genommen hat, aber das wird genügend Greifarme geben. Und ob er die jetzt reinlegt, um das zu beschleunigen, kann man halt natürlich zwei Stück benutzen. Dann muss man halt nur schauen, wie das mit dem Strom klappt. Der kann hier eigentlich her, weil ich dann halt das Band mit den Greifern unten durchlaufen lassen kann. Genauso wie hier. Oder? Nee. Das brauche ich leider. Aber hier. Und da oben noch. 1, 2. Okay. Die Maschinen sind beide dran. So, und hier noch den. Und dann Untergrundparty. Genau. Okay. Was man jetzt noch braucht für die grünen Fläschchen sind Fließbänder. Und die wurden ja schon ein paar Mal gemacht. Und die könnte ich eigentlich... Na, die hätte ich hier zwischen reinbauen können. Ach Mist. Gut, also das mache ich eben. Und werde ich dann so schnell wie es geht erweitern. Dass ich den ganzen Klumpatsch hier einfach noch weiter rübersetze. Aber dann wäre die Produktion für die Grünfläschchen in einem Bereich drin. Da das gleiche. Nur, dass das Band diesmal nach unten wegläuft. Strom. Hier und hier. Und der hier oben kann weg. Und du machst mir bitte Fließbänder. So, funktioniert. Jetzt kommen hier die Fließbänder raus. Wunderbar. Okay, dann bringe ich das hier mal rüber. Und was ein Glück, produziere ich gerade Fließbänder. Die sind mir eben ausgegangen. So, und jetzt nochmal kontrollieren, ob alles da ist. Greifarme sind da, die Fließbänder sind da. Und die könnte man jetzt halt auch über ein Band laufen lassen. Dass man eben, was weiß ich, unten die zwei Sachen laufen hat. Und über der Maschine wird das alles rausgenommen. Und das werde ich auch so machen, denke ich. Ja, es wird sich auf jeden Fall anbieten, hier die Arme runterlaufen zu lassen. Dann wäre das alles auf einer Seite.
Würde ich dann im Weg kommen? Ich würde in den Weg kommen. Ich baue das hier unten hin. Fertig. So. Jetzt hier die Arme. Die brauche ich ja dann auch noch für schnelle, lange, weiß Gott was. Für alles Mögliche braucht man die. Geforscht wird zum Glück gerade nichts. Und dann kommt halt hier die Forschung hin. Es wird ein bisschen größer als erwartet. Aber mein Gott, dann ist es halt so. Okay. Das werde ich noch fertig machen. Und dann sollte die Folge für heute auch erstmal vorbei sein. Da hier die Fläschchen gemacht werden, braucht man auch nur einen Arm. Ja, ich weiß, aber ich habe gerade keine schnell. Und ich brauche Fließbänder, auf jeden Fall. Ja, eben mal ein paar machen. Ein paar klauen. Dann nehme ich die Fläschchen hier weit. Hier. Genau, hier entlang. Ein paar Masten habe ich ja zum Glück noch. So, und dann bitte einmal grün. Das wird auch ausgebessert. Wunderschön. Wunderbar. Und da das mit dem Strom hier so wundervoll funktioniert, werde ich einfach noch ein paar Maschinen bauen. Ich brauche Eisenplatten. Und auch Stromkreise. Und wenn ich hier so am Einsammeln bin, dann lasse ich immer wieder so eine kleine Lücke, wo Material drauf liegt, damit halt die Maschinen nicht unterbrochen werden, dass sie sich halt dann was nehmen können. Stellen. 6 Stück bräuchte ich auf jeden Fall. Mann, jetzt stell das doch dahin. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und hier unten noch jeweils ein. Strom, 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 Strom. Und bitteschön. Kann ich Labore bauen? Eisenplatten. Ich glaube, Zahnräder brauche ich auch. Ja, und Fließbänder. So, also Zahnräder und Fließbänder, warum auch immer man so Sachen für Labore braucht. Ich würde gern 15 Labore bauen. 3 habe ich. 5 und 10. Die kommen weg. Eisen ist voll. Kupfer ist soweit voll. Warum wird hier nicht angezeigt, was gemacht wird, obwohl hier 100 Platten drin sind? Gut, dann
kommen die nochmal dazu. Das war einmal zu viel. Ja. Okay, die ersten paar sind fertig. Dann werden die schon mal gestellt. Den dann mache ich auch mit. So, und geplant ist das mit den Laboren so, dass halt hier diese zwei Fläschchen langlaufen, das grüne und das rote. Und dann stehen hier 15 Labore in einer Reihe. Und dann brauche ich noch ein paar Bänder. Und dafür nehme ich auf jeden Fall die langsamen Greifarme, weil die Labore brauchen so ewig, bis sie mal ein Fläschchen verbraucht haben. So. Eins fehlt noch. Also, da sollen die Fläschchen lang laufen. Die sollen hier oben wieder runter. Und permanent im Kreis laufen. Und das gleiche hier dann mit den anderen zwei, mit dem blauen und mit den lilanen. Ich hatte es zwar erstmal probiert, nur in eine Richtung, aber das hat nicht wirklich funktioniert. Und dadurch, dass die Bänder immer wieder im Kreis laufen, bestückt sich es erstens mal immer ziemlich gut. Es befüllt sich ziemlich gut und ja, wenn halt hier eine riesen Lücke ist, weil eben gerade 15 Labore jeweils zwei Fläschchen rausgenommen haben von dem Band, dann laufen halt hier dann die lang. Und wenn sie wieder entlang kommen, hier unten, dann können die sich wieder nehmen und es bleibt nicht hier hinten am Band stehen und hier muss permanent nachgeschaufelt werden. Geschaufelt. So. Wie war das nochmal? Genau. Ich glaube, das war so. Dann hier, ich habe das auf jeden Fall schöner hingekriegt, aber das weiß ich nicht mehr. Ja, und jetzt läuft das hier halt lang. Wie gesagt, ein Labor fehlt noch. Na, ich knipse erstmal den Strom dran. Geht das? Es funktioniert. Zumindest auf der Seite. Man muss halt unten nochmal Strom dran. So, hier soll ja noch eins hin. So. Da, da und da. Ich überlege gerade, wie ich das gelöst hat. Weil das ging auf jeden Fall schöner. Ach, ich weiß wieder, ich weiß wieder. Entschuldigung. Das dürfte eigentlich nicht auf einer Höhe sein. So. Dann kommt das hier nämlich so ran. Genau. So war das. Bänder. Bänder, Bänder, Bänder. Ganz viele.
abbauen. Okay. Und jetzt geht's gleich los. Da das hier rüber soll, kann ich dann eigentlich dieses Greiferband hier runterlaufen lassen. Vielleicht noch hier entlang und dann hier vorne anknipsen. Und dann kann ich hier unten noch weitere Maschinen mit grünen Fläschchen bauen. Und ich merke gerade, ich habe keinen Strom mehr. Jedenfalls viel zu wenig. Schmeiße ich da eben mal 5 Dampfmaschinen in meine Warteschleife da. Eine Bauleiste. So, da kommt noch eine Kohle dran. Dann machen wir die Maschinen bitte. Es ächzt hier schon fast. Ja, wenn der Strom nicht reicht für die mit Strom betriebenen Sachen, dann wären die halt unglaublich langsam. Das will ich nicht. Das soll zügig gehen. Ich komme hier nicht vorbei. Dann halt hier in. So. Die werden langsamer. Ist wieder genügend Strom da. Schön. Es wird. Ja, und das läuft halt hier jetzt permanent im Kreis und jedes Mal, wenn da Fläschchen kommen, staut sich das halt so ein bisschen zurück und irgendwann ist es voll, genau wie das Rote. Aber so lange möchte ich nicht warten, denn da ich jetzt grüne Fläschchen habe, werde ich mal die Strommasten machen. Und der Strom geht wieder in die Knie. Aber gut, darum kümmere ich mich beim nächsten Mal. Also dann vielen Dank fürs Zugucken und bis zur nächsten Folge. Danke!